Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer entspannten Runde Return to Moria mit dem Game Bro und dem total baulustigen Grimmat. Heute lade ich euch ein auf eine kleine Baurunde. Ich habe mir vorgenommen, wir werden heute einmal unser kleines, schönes Areal hier ein bisschen ausbauen, umbauen, ein bisschen für die Verteidigung sorgen und vor allen Dingen ein bisschen das Ganze schön machen. Ich habe einiges an Material organisiert. Ich denke, wir sind relativ gut aufgestellt. Eine wirklich entspannte kleine Baurunde. Guck noch mal kurz, dass ich alles einlager, was ich gerade nicht brauche. So viel Zeit muss sein. Aber ich glaube, so viel Zeug. Naja doch, wir haben schon einiges. Ich habe mich auf eine kleine Farmtour offscreen in meiner Farmwelt begeben und habe für ein bisschen Essen gesorgt, für ein bisschen Stein, für ja, alles, was wir so benötigen, um entspannt drauf losbauen zu können. Das Erste, was ich jetzt erstmal machen möchte, ist, dass wir hier draußen eine Wand einziehen. Und dann möchte ich versuchen, eventuell das Ganze auf zwei Ebenen zu gestalten. Wenn wir die Wand hier drin haben, würde ich gerne die Lagerflächen nach draußen verlagern. Wir fangen jetzt erstmal an. Wir können grobe Wände bauen, wir können aber auch Granitwände bauen. Das finde ich ganz interessant. Wir haben ja schon ein bisschen Granit. Und da hier draußen, Moment, warum kann ich jetzt nicht sehen, bis wo ich bauen kann? Das ist komisch. Okay, ich kann es auf jeden Fall hier hinbauen. Ich sehe gerade die Grenzen nicht, weil normalerweise. Ich nehme mal kurz eine andere Wand. Eine Steinwand in die Hand. Vielleicht liegt es daran. Nein, liegt es nicht. Normalerweise würde ich doch hier die Baugrenzen sehen. Das ist irgendwie gerade nicht der Fall. Ist okay. Keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich baue trotzdem erstmal weiter. Ich würde sagen, wir ziehen die Wand. Wir machen mal nicht nur Wände. Wir können ja auch Fenster. So ein Doppelfenster finde ich ganz schick. Snap dich da dran. Dann haben wir hier ein paar Wände. Dann haben wir hier ein Fenster. Vielleicht können wir diese Bögen hier auch noch rausnehmen. Ich weiß nicht, ich finde die Bögen, die braucht es hier nicht zwingend. Dann bauen wir jetzt hier mal eine geschmuckvolle Türe ein. Jawohl. Am liebsten zu wenig Rohstoffe. Nein, ich habe kein Granit mehr. Das ist sehr schade. Leute, kein Problem. Wir sehen uns gleich wieder. Oh, dann nehme ich euch auch gleich mal wieder rein. Leute, ich bin wieder da. Ich war mal eben ganz kurz unterwegs und habe uns ein bisschen Adamant besorgt. Dafür war ich noch mal kurz in Orkenstedt. Das ist, hui, ein wirklich Adamant, habe ich Adamant gesagt? Granit. Ich habe uns Granit besorgt. Kein Adamant. Orkenstedt ist ein wunderbarer Spot für Granit. So, jetzt packen wir jetzt aber auch mal die geschmückte Türe hier rein, die wahrscheinlich deutlich mehr aushält als die Türe, die wir aktuell besitzen. Nein, wir machen noch mal Doppelfenster. Das soll hier ein bisschen gleichmäßig aussehen. Und jetzt noch mal eine Wand daran. So, die nächste Ebene werde ich dann natürlich wieder aus normalem Stein bauen. Ich will das Zeug hier ja nicht allzu sehr verschwenden. Jetzt ist die Frage, wie kann man so eine Lücke hier am geschicktesten zumachen? Ich finde das ein bisschen hässlich. Also da ist das Bausystem leider nicht so richtig gut ausgestattet, muss ich sagen. Beziehungsweise nicht gut ausgestaltet. Aber Moment, wir drehen dich mal und dann machen wir das einfach mal hier ein bisschen übers Eck. So, bekomme ich dich hier vernünftig dran gesnappt? Es ist immer noch nicht schön, okay. Hätte man vielleicht ein bisschen schöner setzen können. Aber ist in Ordnung. Und dann werde ich auch hier an dieser Stelle mal, da wo es denn geht. Es fehlen Holzstücke, meine Güte. Das kann doch nicht sein. Da bauen wir jetzt sowas Schönes hier hin. Und was wir nicht haben, ist Holz. Oh, die Tür ist cool. Doch, hier geht's. Dann sammeln wir mal eben ganz schnell
wenigstens ein kleines bisschen Holz zusammen. Nur das, was wir hier... Wobei, ich habe doch so viel Holz gehabt. Das kann doch gar nicht sein. Oder ist das Umbaserholz? Habe ich jetzt falsch geguckt? Nochmal kurz gucken. Holzstücke. Das kann nicht sein. Also mein armes altes Gehirn, schaut euch das an. Okay, ich hatte ein... Gut, Denkfehler. Ich hatte auch genug Granit. Hätte gar nicht losgemusst. Ist kein Problem. Ich habe gedacht, so ähnlich wie das mit den Gerätschaften hier drin ist, dass sie sich automatisch das Material aus dem Lager holen, wäre das auch beim Bauen. Keine Ahnung. Hatte ich mir so vorgestellt. War eine romantische Idee. Dem war natürlich nicht so. Also, wäre schön gewesen, wenn es so gewesen wäre. Wie wollen wir das denn jetzt hier am schönsten mal gestalten? Es gibt doch auch schmale Wände. Pack mal. In der Nähe der Feuerstelle. Ich weiß leider nicht, wie weit die Feuerstelle reicht. Das ist mein Problem. Dann machen wir das doch einfach mal so. Grundlegendes Handwerk. Gekachelte Feuerstelle. Dafür fehlt uns Harz. 24 Harz. Wo bekomme ich denn Harz her, Leute? Kann mir das irgendeiner sagen? Das wäre jetzt schön gewesen. Dann hätte ich mir direkt eine gekachelte Feuerstelle gebaut. Und ja, dann wäre es schön gewesen. Ansonsten baue ich mir hier hinten gleich nochmal eine normale Feuerstelle hin. Was brauche ich denn dafür? Ein Grill will ich nicht. Nein, Feuerstelle. Die kann ich mir sogar direkt schon bauen. Komm. Geh mal draußen. Dann bauen wir uns hier, auch wenn es gar nicht so schön aussieht, einfach nochmal eine Feuerstelle hin. Einfach um unser Lager nochmal... Na? Oh, das gibt's doch nicht. Es kommt. Schnappt hier mal ein bisschen Kohle. Wo sind denn die lieben Orks? Kommt hier eine Patrouille? Lass mich bloß in Ruhe bauen. Jetzt haben wir aber alles. Okay. Interessant. Jetzt hat er es wieder mehr oder weniger angezeigt. Aber ich möchte jetzt hier auch eine Granitwand haben. Vielleicht machen wir das einfach so, dass wir hier die Statue ein bisschen mit einschließen. Dann kann ich natürlich auch die große Wand bauen. Redig. Granit haben wir mehr als genug. Jetzt zeigt er mir 217 Granit, obwohl ich nur ein bisschen was habe. Also ich blick da gerade nicht so ganz durch. Anscheinend bedient er sich doch an meinem Lager, aber irgendwie nicht so richtig. So, noch eine Türe. Yep. Was ist das? Also, ich habe gerade gedacht, da liegt eine Spinne. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus soweit. Seid ihr eigentlich da? Habe ich auf Aufnahme gedrückt? Ja, ich glaube, es läuft. Das gefällt mir doch soweit eigentlich schon mal gar nicht schlecht. Obwohl ich soweit gar nicht von meinem Häuschen wegbauen wollte. Aber ist okay. So ist das halt. Dann schauen wir mal kurz, was wir noch so machen. Ach ja, wo ich das gerade sehe, wo ich hier gerade drin bin. Was wir auf jeden Fall gleich auch noch bauen werden, ist definitiv der Braukessel. Den Grill kann ich leider noch nicht bauen. Dafür fehlt uns noch ein bisschen was. Mal schauen, was haben wir noch. Wir könnten einen großen Schatz bauen, aber das muss jetzt auch noch nicht sein. Pflanzboden. Wow, alles klar. Pflanzboden ist interessant. Wir brauchen einen Webstuhl. Dafür brauchen wir Silberbarren, die sollten wir uns noch einschmelzen. Leute, wir haben noch einiges, wir haben noch so viel zu tun. Edelsteinschneider haben wir schon gebaut, die Schmiede haben wir. Die verschiedensten Lager haben wir auch, da werden wir noch ein bisschen umbauen dran. Mann, aber was ich auf jeden Fall heute noch bauen möchte, ist der Braukessel und die Gedenkflamme. Los, wir gehen einmal kurz rein und dann stellen wir uns den Braukessel auf, damit der alte gute Zwerg mal endlich einen Schluck zu trinken bekommt. Ich hoffe, wir haben auch alles dafür da, was wir benötigen. So, lass mal schauen. Den Braukessel. Wo können wir dich denn am geschicktesten platzieren? Wo haben wir denn noch ein bisschen Platz, um dir ein Bierchen zu brauen? Es wird ja langsam ganz schön eng hier drin. Ich würde das ja ganz gerne hier drin machen. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher. Was haben wir denn hier? Werkbank. Hier steht noch dieser schicke Tisch im Weg. Und
Was bist du für ein schönes Fass? Dich können wir doch auch nicht gebrauchen. Komm weg damit. Eventuell passt der Kessel dann ganz gut hier zwischen. Ich denke, ja, ist nicht unbedingt das ja, Design-Highlight hier. Aber ich nehme mir bei Gelegenheit die Zeit und werde hier noch ordentlich umbauen. Die Schmiede, das alles, das gefällt mir nicht wirklich, wirklich gut. Aber wir haben einen Braukessel, Leute. Schaut euch das schöne Teil doch mal an. Hervorragend. Wir können uns ein Abendbierchen brauen. Wir haben alles da, Leute. Wie schön ist das denn? Dauert 1200 Sekunden. Dann, ja, machen wir 19 Minuten. Ist ja unglaublich. Warteschlange voll. Dass wir so lange auf unser Bier warten müssen, finde ich nicht okay. Aber ist in Ordnung. Ist halt so. Geht nicht anders. Müssen wir durch. Was wollte ich ja noch bauen? Ich wollte diese Gedenkflamme noch aufstellen. Wollen wir die hier drin bauen? Oder stellen wir uns die Flamme irgendwo hier vor die Türe? Eventuell hier. Ich schau mal kurz. Hartenschein. Gedenkflamme. Das passt doch eigentlich relativ schön hier ins Eck rein. Guckt mal, das gibt auch ein bisschen schummriges Licht, wie sich das auch auf den Wänden reflektiert. Hervorragend. Was können wir mit dem machen? Wir können dich ehren. Sehnsucht nach Heldentaten. Ist das der Buff, den wir dadurch bekommen? Nicht schlecht, Leute. Wunderschön. Ich muss auch dringend mal ein bisschen für Beleuchtung sorgen. Neben die Türe passen immer ein paar Fackeln. So. Auch das noch. Und, ja, komm, mach, pack's dahin. Mann. Wenigstens ein bisschen in der Höhe versuchen auszurichten. Das sieht doch schon eigentlich ganz cool aus. Jetzt möchte ich hier gerne oben drüber eine Ebene einziehen. Das machen wir aber nicht mit Granit. Wobei, wir haben hier noch relativ viel Granit. Das heißt, ich könnte theoretisch auch Granitböden setzen. Kostet 9. Ist natürlich schon teuer. Aber dann wäre das vom Style her zumindest ein bisschen muss eventuell nicht rein, aber ich ziehe sie trotzdem mal hier rein. Die Säulen werden schön mit eingeschlossen. Ist in Ordnung. Ist... Na, warum gehst du denn hier nicht hin? Okay. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Das war doch nicht rot. Oder habe ich mich irgendwie verklickt? So. Nächste. Damit haben wir eine Ebene, von der aus wir dann eventuell auch mal runterschießen können. Jetzt muss ich mal gucken, wie können wir denn hier am besten mal eine Treppe hochbauen. Eine robuste Treppe nimmt natürlich enorm viel Platz weg. Okay. Da bin ich mir jetzt gerade noch nicht so sicher, wie ich das am geschicktesten mache hier, oder? Oder? Wisst ihr was? Wir machen es einfach so. Wir ziehen uns hier ganz einfach eine Strickleiter rein. Das ist nicht schön, aber funktional. So, komm, geh mal hoch. Ich wüsste sonst wirklich nicht, wie ich hier vernünftig von innen eine Treppe auf meine Mauer bekommen kann. So, dass halt alles auch noch ein bisschen vernünftig nach was aussieht. Und diese Statue stört mich eigentlich schon ein bisschen hier drin. Ich wüsste jetzt nicht, wofür ich die brauche, aber ist halt... Naja, kann man nicht ändern. So, ich denke, ich lasse das erstmal so. Die Tür auf. Alles klar. Der Plan ist eigentlich, wenn wir hier angegriffen werden, dass wir auch mal von oben hinabkämpfen können und mit Pfeil und Bogen uns von oben von dieser Zinne verteidigen können. Ich weiß nicht, ob wir viele Gefechte hier austragen werden. Keine Ahnung, das kann ich nicht sagen. Weil wir doch sehr, sehr oft unterwegs sind. Aber zumindest haben wir dann auch mal ein bisschen das Gefühl von zu Hause. Oder? Dann ist dies hier unser Zuhause, zu dem wir immer wieder gerne zurückkehren. Es ist schön beleuchtet. Es ist gemütlich. Ich mag es, Leute. Es ist
Es ist nicht das Schönste überhaupt, aber es ist meins. Und darum geht's doch. Sehr, sehr schön. Wo war ich stehen geblieben? Weiterbauen. Genau. Ich möchte ja hier oben wirklich das Dach am liebsten ein bisschen zubauen. Ich denke, ja, komm, wir machen mal mit Steinböden weiter, oder? Was passiert denn, wenn ich das hier verbinden will? Geht das überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Kann ich diese Säule hier abbauen? Und ich sag, das ist zwar eine schöne Säule, aber irgendwie mag ich die nicht. Irgendwie passt das nicht ins Grundkonzept meines Baus. Wir wollen doch jung und modern eingerichtet sein. Als aufstrebender Zwerg muss man doch auch eigene Meinung haben und einen eigenen Geschmack. Jawohl, wunderschön. So soll es sein. Reiß ab den. Das hätte ich fast gesagt. Ach, alles klar. Dann ziehen wir uns mal eine eigene Säule ein. Das ging doch auch irgendwo. Doppelt gestützter Pfeiler. Ach, schön. Okay. Moment, Moment. Da muss ich jetzt aber mal sehen, wie ich den hier am geschicktesten. Also die Kamera gefällt mir gar nicht. Man konnte doch die Kamerahöhe ändern, oder? Wie ging das denn noch? Wie ging das denn noch? Shift-Taste und Mausrad. Kann ich das ändern? Alles klar, so kann ich das hier schon mal einziehen. Gar nicht so übel. Und jetzt könnte ich theoretisch. Nein, kein Holzboden. Ich will ja nicht alles mischen. Das sollte schon ein Steinboden sein. Irgendwie. Ist das richtig? Ja, doch, ich denke, das kann man doch so machen. Dann habe ich hier. Warum macht das zu? Oh nee, das sieht nicht gut aus. X. Reißt das ab. Nochmal von vorne. Leute, mit dem Bauen hier muss ich mich wirklich erst noch auseinandersetzen. Das habe ich noch nicht so exakt komplett verinnerlicht. Aber ich denke, ja. Mann, Mann, Mann. So wäre das okay. Jetzt muss ich noch mal drin schauen. Nicht, dass mir das jetzt Baumodus aus drin durch die Wand ragt. Das wäre nicht so schön. Oh, Leute. Das ist gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht gehe ich doch mal hier oben hoch. Eventuell wird das eine Baufolge, in der wir was bauen, was wir nachher alles wieder abreißen. Kann sein. Das gefällt mir gerade nicht. Nochmal in den Baumodus. Gib mir den Abrisshammer. Muss ich immer erst was ausgewählt haben, bevor ich abreißen kann? Okay. Reiß hier mal ein. Und dann probieren wir das nochmal. Da kommt doch schon wieder irgendein blöder Ork. Ich möchte das nicht dort durchbauen. Ja, komm, Ork, sammel nicht. Wir haben zu tun. Wir haben gerade gar keine Zeit für dich. Theoretisch so, aber dann lassen wir uns dort hinten einen Spalt zum Gebäude. Aber lieber so, als dass mir die Wände. Na toll, Orks. Lass mich doch in Ruhe. Wir haben doch gar keine Invasion. Doch gar keine Zeit für Invasion, oder? Na gut, dann wollen wir mal sehen, wie gut wir unser Haus verteidigen können. Schnapp dir dein Schwert. Schnapp dir dein Schwert. Und dein Schild. Und raus mit dir. Los. Orks, jawohl. Hat schon wieder einer um Verteidigung und Verstärkung gerufen hier. Natürlich, ihr könnt ja nicht alleine. Ihr seid ja Feiglinge, jämmerliche. Los, kommt das. That's one more for me. Dein komisches Fledervieh-Zeug kannst du direkt wieder mitnehmen. Gib mir lieber Diamanten. Schön, schön. Das war ja eine lächerliche kleine Patrouille. Sehr, sehr überflüssig. Komm, mach die Tür zu. Ich fühle mich hier drin doch schon ein bisschen sicherer. An jedem zweiten Eck hier so einen blöden Pfeiler bauen. Das wäre mir ein bisschen zu viel zu gut. Das hier reißen wir eben noch ein.
Dann haben wir hier drin auch ordentlich Platz für ein wirklich großes Lager, würde ich sagen. Eventuell macht das sogar jetzt Sinn, hier eine vernünftige Treppe einzuziehen, wenn diese einige, das könnte ein bisschen schneller werden. Wenn wir die Säulen rausgenommen haben wir doch so viel Platz, dass wir eventuell eine vernünftige Treppe eingezogen kriegen. Das gucke ich mir nochmal an. Dann könnten wir eventuell auch diese hässliche Seilleiter hier, Strickleiter loswerden. Aber das ist alles wirklich Experimentalkunst auf höchstem Niveau, Leute. Ich habe mich mit dem Baumenü hier, mit diesem Baumodus, ja, noch kaum auseinandergesetzt. Das ist alles noch sehr rudimentär. Ach, guck mal da oben. Das muss man auch noch irgendwie abreißen. Das sieht ja nicht schön aus. Gut. Weiter geht's. Lasst uns weiter bauen. Und wir bauen uns nochmal schnell auf die Schnelle einen schönen Pfeiler hier rein. Drehen. Nein, Quatsch, so war das nicht gedacht. Ich brauche einen Steinboden. Kann ich hier noch einen Boden dran setzen, ohne dass er einbricht? Nein. Theoretisch müsste das doch gehen. Das wäre doch nur der nächste, der einreißt, oder? Ich meine, verstanden zu haben, dass zwei Stück, zwei Böden funktionieren. Und das Einzige, was halt nicht funktioniert, ja, wäre dann das letzte kleine Stückchen, weil das halt keine, ja, keinen Halt hat. Dann baue hier auch noch einen dran. Ja, und hier, weiß ich nicht, bauen wir dich ein bisschen mit ein. Ist halt so. Stehst halt hier rum, musst aus dem Dach rausgucken. Geht nicht anders. Wie ich hier eine Treppe vernünftig reinkriege, da bin ich einfach jetzt gerade ein bisschen überfragt. Wenn ihr da Tipps habt, gerne her damit. Ich möchte das jetzt nicht überall hier setzen. Wo baue ich den nächsten Pfeiler hin? Ich möchte das doch auch vernünftig in einer Reihe haben. Ich setze dich mal nach hier. Und ich hoffe, dass das so weit passt. Und also ich bin mit dem Baumodus nicht in völliger Gänze zufrieden und glücklich, aber ich gebe mein Bestes. Da sieht man schon, das hat nicht gepasst. Och, Menno. Nochmal den Hammer. Dass ich immer irgendwas Essen in die Hand nehmen muss. Jetzt hält das so. Okay. Wenn ich noch einen dran mache, hält das immer noch. Nee. Da stürzt es dann nämlich ein. Ich muss doch hier irgendwie vernünftig den Balken drunter kriegen. Und mit der Shift-Taste kann ich dich runterziehen. Drehen, dreh dich. Eventuell nach hier. Ja, na gut. Das ist halt Frickelei, Leute. Müsst ihr jetzt heute einmal mit mir durch oder auch nicht? Wer keine Lust darauf hat, der schaltet einfach aus oder spult vor. Kein Problem. Aber ich möchte gerne dieses kleine Stückchen hier heute fertig kriegen. Das ist wieder rot. Das heißt, es würde mir wahrscheinlich wieder um die Ohren fliegen. Ich setze einfach jetzt mal diese Stützen hier rein. Die finde ich einigermaßen vertretbar. Es ist halt schon viel, ne? Es sind dann halt einfach viele Stützen, die man hier drin hat. Aber was will man machen? Das soll ja auch einigermaßen schick aussehen. Ja, schick aussehen. Tut's ja nicht. Tut's ja nicht. So, jetzt könnte ich aber dich hier noch dran bauen. Hältst du? Okay. Wie sieht das hier aus? Du bist rot, das heißt, du krachst mir ein. Ah, leider. Dann setzen wir dort noch eine Stütze drunter. Und dann sind wir im Grunde genommen erstmal mit diesem Bereich hier fertig. Hier mache ich aber eine doppelte. Gucken, wie kriege ich dich vernünftig dann? Ich hoffe, das ist alles so. Ja, ich glaube, das ist mehr oder weniger vernünftig ausgerichtet. Hier kommt noch ein Steinboden rein. Ach,
sehe das immer nicht so gut. Also mit der Kamera beim Bauen bin ich auch nicht glücklich. Ich möchte dich genau in die Ecke snappen. Mit dem Mausrad hoch und runter, ja, mache ich ja. Oh, Leute. Na, ah, ich glaube, ich muss das von oben dran bauen. Sonst wird das nichts. Es tut mir leid, ich entschuldige mich 1.537.028 Mal für meine Baukünste hier in diesem Spiel. Vielleicht stelle ich mich einfach nur saublöd an. Aber vielleicht ist das auch einfach nicht gut umgesetzt. Ich liebe das Spiel, es gefällt mir richtig gut. Aber man muss ja nicht mit allem glücklich sein. Und dieser Baumodus ist, ja, ist es okay. Lassen wir es dabei, es ist okay. Können wir das nochmal eben auf die Stelle hier weghacken? Dann sind diese hässlichen Stützen hier auch nicht mehr. Dann haben wir zwar nicht mehr so dieses Ballast-Feeling, Tempel-Feeling, was auch immer. Aber es sieht besser aus, finde ich zumindest. Das ist mir zu antik, zu rustikal. Gut, ich denke, ich werde die anderen Pfeiler offscreen abhacken. Eine Ziege, wenn ich jetzt doch nur eine Zwiebel hätte. Leute, sollte irgendeiner von euch bis hierhin durchgehalten haben mit mir und eine Idee haben, wie man an Ziegen kommt, beziehungsweise ich weiß, wie man an Ziegen kommt. Ich brauche eine Zwiebel dafür. Dann sagt mir doch bitte Bescheid, weil ich habe keine Idee, wo ich Zwiebeln finde. Ich habe bis jetzt so viel Zeug gefunden, aber ich habe, also ich kann mich nicht bewusst daran erinnern, dass ich irgendwo Zwiebeln gefunden hätte. Also das wäre nochmal was, was ihr mir auf jeden Fall, wenn mir auf jeden Fall bei helfen könntet. Wo kann ich... Was habe ich denn hier gebaut? Okay, wo kann ich am besten nach Zwiebeln schauen gehen? Irgendwas habe ich hier falsch. Genau, also das wäre auf jeden Fall was, was mich absolut brennend interessiert. Passt das jetzt? Sehr gut, sehr gut. Also ich brauche ganz dringend eine Handvoll Zwiebeln, damit ich mal versuchen kann, mir eine Ziege zu zähmen. Pizzan. Es ist soweit. Ich brauche dringend eine Ziege. Jetzt, wo ich weiß, dass ich sie brauche. Oh nein, das ist alles mit Umbasa-Holz. Schade. Schade, schade. Gut, dann kann ich mein Geländer hier nicht weiterbauen. Ist nicht so schlimm. Kein Problem. Oder habe ich jetzt noch genug Holz? Ich habe ja gerade hier was aufgesammelt. Ja. Wenigstens bis hierhin. Alles klar. Ich habe nicht daran gedacht, dass das Gelände aus Umbasa-Holz ist. Da habe ich gar nicht nachgeschaut. Halb so wild. Wir haben zumindest jetzt ein bisschen Geländer. Schön. Gefällt mir gut. Wie viele... Was habe ich denn hier gemacht? Oh mein Gott. Kann es sein, dass ich nicht gegessen habe? Ist mein lieber Zwerg verhungert? Ach, wie schön. Ach, wie schön, dass keiner weiß, dass ich das letzte Mal in Orkenstedt gepennt habe. Mann, Mann, Mann. Okay, dann müsst ihr einmal mit mir zusammen dadurch, dass wir jetzt von hier aus nochmal zurücklatschen. Ich muss mir das wirklich nachher im Schnitt nochmal angucken, woran ich jetzt gestorben bin. Ich vermute wirklich ganz schwer, ich bin verhungert. Da habe ich einfach gepennt. Ich war so ins Bauen vertieft. Tja, ist halt so. Multitasking ist nicht meins. Und wenn ich in eine Tätigkeit vertieft bin, dann kann ich doch nicht auch noch an so Kleinigkeiten und so Nebensächlichkeiten wie Essen und Trinken denken. Vielleicht bin ich auch an was ganz anderem gestorben. Ich bin mir gar nicht sicher. Leute, die neuen Türen, muss ich sagen, das gefällt mir richtig gut. Richtig schön. Stark. Hier, das werden wir... Ach, komm. Leute, ich habe schon wieder zu viele Ideen gleichzeitig. Ah, ich muss noch einiges umändern hier. Ziege, Ziege, ich hätte gerne Ziege. Wie macht man das denn eigentlich? Ich kann mit der Ziege reden. Aber... Ja, better weapon. Schlagen. Da steht sie und guckt stur in die Luft. Hätte ich doch nur ein Zwiebelchen für dich. Liebe kleine Ziege. Jetzt mache ich dich zum Braten. Schade, schade, schade. Gut. Wir hacken uns noch mal eben schnell eine Ratte.
Vielleicht noch eine. Perfekt. Ich würde sagen, an dieser Stelle, wir haben. Gefällt mir das gut. Es ist nicht schön, aber es ist meins. Naja, und so hässlich ist es auch nicht. Ich würde sagen, an dieser Stelle, trotz allem, Zwerg, dreh dich mal um, dass wir nochmal dich so schön mit unserem Heim sehen. Ich mache mir davon einen klitzekleinen Screenshot. Für YouTube. Danke sehr. An dieser Stelle würde ich sagen, wir beenden das, machen eine Kurzfolge daraus. Diese Folge wird auch als zusätzliche Folge quasi zwischengeschoben. Das bedeutet, ich werde morgen nicht eine, sondern zwei Folgen laden. Eine kleine Baufolge, diese hier, plus eine weitere. Lasst euch überraschen. In diesem Sinne, like das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und unterstützt meinen kleinen Kanal beim Wachsen. Wir sind schon 100, ich glaube 74. Leute, ich bin wirklich glücklich. Endlich kommt Leben in die Bude. Wir haben einen Austausch auf unter meinen Videos. Richtig gut. So macht mir Spaß. Wo war ich stehen geblieben? Like das Video, abonniert den Kanal, unterstützt mich, kommentiert fleißig weiter. In diesem Sinne, ich bin raus. Euer GameBro.